Ja, dann willkommen zum nächsten Herzlich Let's. willkommen. Genau, mach du das. Mach du das. Mach. Zum nächsten Let's Play NASCAR Racing Season 2003 Multiplayer. Heute mit dem Joe. Jawohl, auf 8-Ball. Herzlich willkommen. Und dem Mirko. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ah, und es fängt schon wieder an, ey. Das hab ich jetzt nicht gemacht. Nee, die Scheiße, ich verstehe das mit dem Lenkrad nicht, Alter. Dass ich von Strecke zu Strecke immer diese Schaltung umstellen muss. Ich verstehe das nicht. Das ist Das heißt, die muss einen Neustart machen, oder? Ja, natürlich. Weil jetzt steht hier bei Shift ab, Shift down. Du musst gar nichts. Eben. Jetzt steht hier bei Shift ab und Shift down Button 9 und 8, ne? Und wenn ich den umstellen muss, dann kommt da K Oh. plus klein K mi minus. Oh Gott, jetzt muss ich schon fast rübsen. Und jetzt geht's, oder? Ja, jetzt wieder. Ist trotzdem hohl, ich verstehe das nicht. Jetzt haben wir so eine gute Ansage hinkriegt, ey. Ja, und wieder so eine Kacke, ey. Ja, funktioniert. Also bei mir funktioniert die Lenkung und Schaltung nur nicht, wenn ich es nicht einstecke. Nee, die stellt sich mal automatisch irgendwie dann um. Also sprich auf Button 8, Ja, das 9. macht keinen Sinn. Nee, macht doch keinen Sinn. Oder eben auf K plus K minus. Was auch K immer heißt, keine Ahnung. Ja. Keyboard. Zusatz-Keyboard auf der Seite. Ja, kann sein, aber irgendwie voll bekloppt auf jeden Fall. Und das ist manchmal auch, wenn ich eine alte Mod mit euch fahre. Und gehen wir hier drauf, ist auch wieder so scheiße. Das wäre doch mal eine Herausforderung, dann mit den Tasten zu fahren. Ja, das könnten wir auch mal machen. Alle nur mit Keyboard, oder was? Oh, Genau, das wird mit Keyboard fahren. Ich glaube, das wird nichts. Nee, das wird richtig scheiße sein. Schön, dass er sagt, get ready, Alter, und dann... Ja, und dann direkt green. Ja. Das ist schon lustig, wenn er schräg ist. Und nach Green sagt er nochmal Get Ready. Ne, das hat er bei mir nicht gemacht. Right side. Die Kurve ist so endlich lang, ey. Still there. Das all clear. Right side. All clear. Right side. Das Problem ist jetzt hier. All clear. Oh, meine hätte ich abgeschossen, ey. Bin ich jetzt hier clear oder bin ich nicht clear? Ja, ich bin clear. Ich hab keine Ahnung. Ja, das war ich, weil ich mir jetzt. Im Zweifel bist du nicht clear. Ja, ich bin. Oder du fliegst ab. Oh, Ricky auch hin und her. Boah. Oh, ich habe mal Angst, Alter. Ich bin einmal in der Box hier kleben geblieben. Ja, das ist auch geil. Einmal. Ich habe mich so erschrocken, als ich kleben geblieben bin, ey. Weil ich war von 200 oder von 190 auf 0, ey. Ja. Das war schon am Ende vom Rennen. Kurze Zeit, ey, das ist echt. Und ich hab den Schaden, ich blieb hängen. Boah, Alter, ja, da warst du auch schon an der Mauer. Also ich hoffe mal, dass ihr da vorne was treibt. Ich glaube, ich habe einen Draft verloren. Was gemacht? Oh! Ja, ja, warte, ich bin unter dir. Oh, ich häng an der Wand. So schnell erfüllen sich die Hoffnungen, Joe. Nee, nee, ist jetzt hat es mir noch nichts alles gebracht. In Ordnung. Safe. Ich habe mich gesaved. Wo bist du denn, Joe? Sind wir? Oder ich sehe euch zwar, aber ich weiß nicht, ob ich da noch rankomme. Nee, das glaube ich nicht. Right side. Still there. All clear. Right side. Still there. Boah, ey. Ah. Jetzt geht's. Ja. Nee, noch nicht. Jetzt doch. Doch. Weil noch nicht kam. Mann, ey, Street White ist so gefährlich, ey. Ja, geh mal oben. Ich bin wieder, ey. Den schießt aber weg jetzt, oder? Still there. Mann, ey. All clear, buddy.
Warum wird man bei Street White immer so nervös, ey? Boah, aber diese, wo ich an der Wand bin, so nervös, da hab ich gesaved, ey. Aber ist doch nett hier für Joe, das so. Hab ich doch extra gemacht. Ach so. Nein, behind the 10, ich bin doch hinter der 10. Slow down, slow down. Schön, dass wir in der Caution voll ruhig sind im Rentenlager. Alle voll konzentriert auf der Caution hier. Wir warten ja, in der Caution mache ich am meisten Scheiße, immer deswegen. Ja, ich auch. Schön, ich bin an der Pit Road schon vorbei. Wenn ich jetzt reingewollt hätte, sagt er mir, Pit Road ist open. Das ist bei mir auch. Toll. Ja, weil die Linie, die zur Pit Road kommt, ja erst mitten in der Kurve quasi. Ja, ja, das. Deswegen. Ich finde die Boxfahren voll doof hier, ey. Ich weiß auch immer nie, wo die Linie ist. Ja, erstens und zweitens kommt mit so viel Geschwindigkeit meistens mal rein. Hm. Dann irgendwann ist die Linie dann halt doch da, aber... Ja. Aber ich musste auch noch nicht unter Grün stoppen, also... zumindest kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, ich war hier noch nie an der Pit. Ich war, glaube ich, schon öfters im Pit. Ich schon, aber auch nur unter Gelb. Ja, wenn es mich halt dreht hat oder so, neue Reifen holen dann schon, aber. Da war ja genug Zeit. Ja, interessant wäre ja wirklich 100% drin auf solchen Strecken. Überhaupt auch Rusty, wie gesagt, ne? Ja, Rusty müssen wir unbedingt mal machen. 100%. Weil ich meine, wir sind jetzt nach 20 schon fertig. Ja, ja, deswegen ja. Und vor allem, wenn doch unter Grün dann mal reingefahren werden muss und so. Aber das wird auch lustig, da ja. Turn, da bist du ja sowieso immer los. Da kriegst du jedes Mal einen Black Flag, weil du schnell reinfliegst. Mit 260 da rein, ja. Ja, dann kannst du dann geht's noch relativ lang geradeaus, aber trotzdem. Dann ist besser, du machst den Shortcut auf alle Tasten, damit der gleich dann die Nummer nur noch eingeben muss für die ganzen Black Flags. Ja, ja, komm. Wer hat jetzt alles an? Okay, zack, fertig. Line up behind the 22. Nochmal eine Runde Gelb. Ja, welcher Idiot macht doch so eine Scheiße hier mal, ey? Ist zum Kotzen, ey. Wenn ich den Idioten packe. Siehste, ich hab nicht mal Gelb ausgelöst. Guck einfach mal in den Spiegel. Ich hab mir nur selber geschadet. Ja, da sehe ich 78. Ach, du warst das. Ah, ja, okay. Ja, wollte ich ja gleich mal hier herkriegen, ne? Mach mal hin. Ah, nächsten Samstag wird wieder lustig, ey. All-Star? Mhm. Mhm. Da gibt's ja schön viel Schrott bestimmt. Ja. Da muss ich mal gucken, wer jetzt da von dieser Euro-Racecar mitfährt. Wie so eine europäischen NASCAR-Dings da aus Frankreich. Da soll ja angeblich einer mitfahren, und der amtierende Champion. Echt? Line up behind the 22. Right side. Oh. Für wen denn? Weißt du das? Bam Racing oder was hier? 49. Oh, einer wurde überrundet.
Ach, der, was 0 Crew abgeschossen hat. Einer kommt nach vorne, ne? Ja. Ach, tatsächlich. Ja, genau, Terry Labonte, du sag, ey. Du hast mich verführt, 3 weit zu fahren. Diddle-dumm. Oh, 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 oh. Der Kommissar geht rum. Oh, oh, oh. Passt irgendwie überhaupt nicht gerade zu meinem Lied. Coming to the green, buddy. Coming to the green. Let's go get him. Take the cars off. Be ready. Be ready. Green, green, green. Left side. Still there. Still there. Still there. Oh, Alter, ja. Das war auch schon eine geile Aktion, ey. Und jetzt ist das Problem, ich sehe nichts hier. Ach, gut. Rewind, alles klar. Ich glaube unten einfach. Boah. Still there, right side, 3 wide, left side. Still there. So, gut. Ach, schön, schön, dass wir alle drei so komisch da unten und drunter lang gefahren sind. Ich hätte beinahe die Wand gesucht, ey. Ist mir auf jeden Fall weggerissen, ey. Oh, Alter, zieht der hier rein, ey. Hast du das gesehen eben? Alter, ja, aber so extrem eben. Das ist KI, sieht das nicht, dass du so angeschossen kommst. Ja, toll. Ja, warte. Ja, das ist hier doof, ne? Ja, das ist das, weil... Ja, gerade in einer Linie, kein Tuch. Ja, ja. Right side. Boah, still Alter. There. Still there. Great job, buddy. I have the patient. Great job. All clear. Keep digging. Right side. Still there. Jetzt zieh rein, egal. Boah, ey. Still there. Still there. Nice. Wird aber weit rauskommen. Ja, ja, weil das ist sehr scheiße zu fahren. Man hat so viel Überschuss, ne? Ja, das ist voll kacke. Ich fand das eben gerade eine super Aktion von mir. Wow, wow, wow. Oh, toll, musst du auch gegenlenken im Chat. Still there. Ah, Alter, Dave, was machst du denn da? Alter. Ja, ey. Der versucht an mir vorbeizukommen. Ja, jetzt muss... Oh, Alter, ey. You're all clear. Du bist aber an meiner Seite knallt. Ja, ja, weil ich wusste eben gar nicht mal wohin mit ihm mehr, ey. Er zieht da so komisch hin und her. Du warst doch weit hinter mir, Mann. Ja, trotzdem hat mich das irritiert, eben, voll das Programm, ey. Da kann ich ja nichts dafür. Weil da rechne ich so nicht mit. Und was du rechnest, kann ich ja nicht wissen. Left side. Oh. Still there.
Da, ich komme jetzt gerade nicht runter. Scheiße. Ui. Oh, oh. Nein! Nein! Oh, Alter, ey. Ich mach gelb, okay? Ja, ja. Alter, mein Safe, was ist mein Safe? Das war echt krass gerade. Oh Mann. Weil das ist ja so schöner Safe gewesen. Alter, da bin ich jetzt stolz drauf. Hast du mein Safe? Ja, meinen auch noch, weil wir sind voll ein paar Mal aneinander geraten gerade. Ja, ja. Alter Schwede. Und dann bin ich an Mirko irgendwie ranboxt auch noch. Ja, ja, deswegen bin ich ja hoch. Und dann geil. Kam ich gerade wieder, kam noch einer. Runde 13, also Runde 12, muss ich so mit ihm. Ich hätte mich auch retten können. Ich war ja so scheiße. Wenn ich über 13. War aber mein Fehler, damit, dass das so kommen ist. Weil ich war zu schnell auf den David aufgefahren und hab den dann am Eck hinten berührt. Und ich wollte in der Mitte, wäre ich noch durchgekommen nochmal. Dann bist du ja in mir rein, ne? Ja, irgendwie. Dann bin ich hoch, dann konnte ich gerade safe und dann kam noch einer. Ja, ich bin nur kurz vorkommen wie so ein Ping-Pong-Ball gerade. Ja, ja. Von links und von rechts. Und Mirko verkackt dann wieder, wo wir alle wieder schön. Ja, ich habe auch gedacht, der Mirko hat es noch gefangen. Auf einmal ist er. Ja, hatte ich ja erst. Aber da kam der die Sache. Gegen mich gefahren, weil ich hätte es auch gefangen. Nee, ich bin noch. Ich bin noch hoch und dann kam ich wieder runter, dann war noch einer da, bin ich nochmal hoch, war auch Ping-Pong. Was willst du machen, wenn du angeschoben wirst, Alter? Du musst ja irgendwas lenken. Ich war nichts mehr. Ich dreht's jetzt gleich irgendwo hin. Ich war nur Passagier jetzt gerade. Ich glaube, wir haben unsere Pendler gegenseitig ausgeglichen. Ich glaube auch, ja. Ja, David war eigentlich schon weg, ja, ja. Ja, ja, ich war ja, ja. So ein Quer, ja. Ich hab's dann irgendwie noch geschafft. Und Ricky ist hoch, ne? Und dann bin ja, ich so in der Mitte ja, durch. Ey, ja, und ja. Dann kam Joe, der kam auch hoch und dann bin ich ja vorbei. Ich war, der hat mich eigentlich gerammt, weil ich hätte mich safe können, weil ich war gerade. Das kann ich dir gar nicht sagen, Alter, ey. Weil ich glaube, das warst du sogar. Ich glaube, da ist echt eine Analyse fällig. Ja, ja, auch eine richtige Analyse. Alter, ey. Das war geil. Und auf einmal fährt David an mir noch vorbei, der war eigentlich schon weg. Ja, ja, ich hab auch gedacht, ich bin weg, aber ich hab, weißt du, ich hab's irgendwie fangen können. Frag mich nicht wie. Ich bin noch Zweiter sogar. Ja, ja, das ist voll bekloppt, Alter. Ja, weil die KI dann halt auch langsamer geworden ist, ne? Weil der auch aufpasst hat scheinbar, weil ich hätte gedacht, dass die jetzt alle vorbeifahren. Ja, ich wusste auch nicht, ob ich jetzt erst nach oben wieder soll, nach unten, nach oben, ey. Ich war jetzt irgendwie geknallt, ne? Ja, eigentlich hat es ja funktioniert mit dem Vorbeischieben, bloß war ich dann zu nah dran in der scheiß Kurve da. Dann bin ich geschwind runtergekommen und das auf, unter die Linie da. Ja. Und dann hoch ja, und dann habe ich die am. Vom Gas, ja. Ja, ja, und dann habe ich die am Eck verwischt. Aber ist ja noch gut gegangen. Ja, ich wunderbar. Ja kein wie toll. Verloren. Also eigentlich sogar besser als ohne. Konkurrenz ist weg. Ja, es gibt doch grün, Mann. Ja, ich denke, es sind noch vier grüne dann. Ja. Ungefähr. Es gab doch gar keinen großen Crash zum sauber machen. Du hast gelb geworfen, nicht die. Ne, es war doch irgendwie schon gelb, weil bei mir gestanden ist, the race is under caution. Okay. Ja, genau. Also war wohl doch schon gelb aufgelöst. Ja. Geile Szenen auf dem Racing, NASCAR Stammtisch Racing 8 Ball Speedway. Genau, und Stammtisch Racing führt auch. Letzten 1 und 2 wie immer eigentlich. Ach ja, stimmt. Aber das ist das Geile hier an diesem NASCAR, ey. Dass auf einmal so ganz plötzlich kommen solche Situationen auf, weißt du? Ja. Und das ist so extrem genial. Das ist ja echt geil. Weißt du, erst echt geil, wenn man außen sehen. Vor allen Dingen denkst du mal, oh, manchmal passiert gar nicht sowas. Ja. Oder? Wie gesagt, bist du auf einmal mittendrin. Oh,
Okay, jetzt muss es aber gleich. Ja, ja, das kommt sowieso jetzt. Oh ne. Oh ne. Oh, oh. Oh, schnell. Schnell, ja, Replay, Replay, schnell, 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 schnell. Replay, Replay, safe, genau, Replay, Replay. They go far right here, buddy. Okay, Replay saved, ich hab's gesaved. Mist, ich hab's nicht, Bunny ist weg. Fuck. Ah, ich hab's. Oh. Ach man, jetzt kann ich's nicht angucken. Mann, bei mir läuft es auch noch, also so ist nicht. Ja, bei mir auch noch, aber gleich nicht mehr lang. Ja. Was war's, Runde 13? Okay, 12, 13, ne? Ah, jetzt ist weg, toll. Ja, gerade wo ich gucken wollte. Okay, dann machen wir es mal kurz anders. Jetzt muss ich das mal ganz kurz angucken hier. Ja, auch mal, wenn ich dran nutze ich das vor mal eine Revanche machen. Machen wir ja sicher geschwind nochmal einen Restart. Oder David, was meinst du? Mhm. All Players. Ist das spät? Mhm. Ja, das war aber jetzt nicht gut. Ja, nett. Ich muss morgen früh raus, wieder. Ich hab morgen wichtig wieder. Prüfung und so weiter, weißt du. So. Aber jetzt muss ich mir das trotzdem erst nochmal angucken hier. Race. Scheiße, dass ich es nicht gescheit angucken kann. Ich kann zwar zu. Ja, echt schon. Wir haben uns echt so gegenseitig auspendelt irgendwie. War das schon an der Caution, also doch 12. Ja, war 12. Mhm. Toll, und Mirko dann. Mirko war schon wieder oben auf der Linie, Vollgas und fährt dann runter. Und du hast die Hallo, ich hab doch gerade gesagt, ich war nur Passagier, ich war nur links rechts lenken. Ich bin so glücklich, dass er es ne? geschafft hat. Und ich voll aufs Eis. Also ich voll jemanden draufgefahren. Ja, ich bin ja in der Mitte noch durchgekommen eigentlich erst. Aber wie gesagt, ich bin nur hin und her geflogen, muss mit dem Lenkrad. Ja, aber du warst doch dann geradeaus und dann bist du voll nach rechts wieder. Alter. Ja, weil ich das Lenkrad war noch nicht gerade. Also sprich, hast das du mal, hast du meinen Safe gesehen? Nee, hab ich noch. Jetzt hab ich gerade gesehen, wie ich da weggeflogen bin. Ja, weißt du, was du meinst? Guck den dir mal an. David, kannst du mal gucken, wie groß die Datei ist und probieren wir nochmal per E-Mail zu senden. Mhm. Weil dann guck ich mal, ob ich die auf dem PC angucken kann mit den richtigen Paint Schemes. Ja. Weil ich kann's ja angucken, aber unsere Autos sind dann immer bloß Standard. So. Mhm. Blöde Lackierung, aber das bringt's ja nichts, ein Filmchen auszunehmen. Ja, ey, du hast auch verdammt Schwein gehabt, ne? Du stößt Joe an, Joe stößt mich an, ich flieg das hoch. Das war kein Schwein, Mirko, das war. Alter, ja, ja, ach so ein Laber, komm. Eben, Alter, eben noch, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht hab, ey. Gottes Hand war mit das, im Spiel. Mirko, das trainieren wir ab und zu, weißt du? Genau. Okay, das sind 22 aber sah ich geil aus. 22 Megabyte. Mhm. So. Ja, du brauchst so ein Ding, David. Dieses Dropbox. Ja, ja. Aber ich kann die Szene rausschneiden. Und bei YouTube, oder? Kommt doch sowieso, ich hab's hier gerade aufgenommen, sowieso. Nebenbei. Ja gut, du hast ja aus deiner Perspektive. Nee, ich hab auch also ja gut, aus deiner kann ich auch noch aufnehmen, wenn du willst, ist auch kein Problem. Ja, mal so aus verschiedenen Kameraperspektiven. Ja, mach ich ja sowieso gerade. Nee, ich kann ja das Replay, kann ich ja die Szene rausschneiden. Hast mir gezeigt, wie es geht, letztes Mal. Ach so, ja, dann wird's ja kleiner, ja. Ja, das Problem damit war nochmal, ich war zwar gerade wieder gerade, aber das Lenkrad war noch nicht, weißt du, das ist ja Force Feedback. Das heißt, du musst ja mal gegenlenken. Und da hast du keine Chance. Okay. Ich war halt echt nur so ein Ping-Pong. Okay. Ja, ich kann das mal aus seiner, aus... Hier angucken, warte mal, Joe. Du musst bestimmt von deinen hinter uns gut ausgesehen haben, vom Cockpit aus. Ja, gucke ich auch gleich nochmal, ob da was ist. Aber erstmal gucke ich aus deiner Cockpit mal. Wenn du das so haben wolltest. So, Cockpit Joe. Ja, meine Mannschaft. Dreh ich meinen Teamkollegen raus und dann bleibt man doch in Führung. Ja, schon. Und Konkurrenz fällt zurück dafür. Ja, du hast das gleiche Problem gehabt im Turneingang wie ich immer, wenn du so nah dran bist. Ja, ja klar, diesmal habe ich es voll verschwitzt gehabt. Weil du siehst das nicht. Und bin dann ruckler zu früh runtergegangen auf das Infield da. Dann bin ich hochgeflogen an sein Heck. Also. Sehr interessant, jetzt muss ich mal gucken aus. Rickys Cockpit meinte auch mal. Wie das hier aussieht. Ich schickste jetzt nur per Mail. Also ich fahre jetzt nicht mehr mit, ich
Mögen wir jetzt zu spät. Ja klar, passt schon. Würde ich jetzt auch nochmal machen, wenn ihr morgen Frühschicht hättet. Ja, normal, ne? Ja. Letzte Nacht war lang genug. Oh, die ja. War verdammt lang. Boah, das war aber nochmal knapp mit Ricky und mir, Alter. Zwei Megabyte ist machbar. Schon mal E-Mail-Programm. So, das Ganze jetzt nochmal. So. Ich hab nur die Runde vorher auch noch mit reingepackt. Ich geh mal so zwei hinter, wo bin ich jetzt drin hier? Terry Labonte, okay, was da, so, wie das hier aussieht. Oh, David hatte Ricky gleich vorher schon einmal kurz angetitscht gehabt. Das sah auch ganz geil aus. Ihr müsst es Mail haben. Er ruft was ab. Some safe. Das coole ist, hier muss man aus Terry Labontis Kamera gucken. Aus Cockpit Perspektive. Und dann siehst du David, wie er so schön das Ding da runterhaut. Okay, muss ich mal gucken. Also Nummer 32, Labonte, ne? Das ist Labonte, okay. Ja. Das sieht geil aus im Turn. So, okay. Und das Ganze nochmal. So, mal sehen, wie das Replay jetzt geht hier am PC. Sehen, ob das überhaupt geht, ne? Ja, am Laptop habe ich schon mal eins angucken dir, aber wie gesagt, da waren die Paintings. Scheiße. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ob es diesmal funktioniert. Die finden. Jetzt, wenn du Lichte ist, man. Ist hier etwas. Das sieht geil aus, ne? Das ist wahrscheinlich vom Händen sogar noch besser. Geil, ja, ja. Es funktioniert mit Paintings. Oder oh. Der. Wie, das ist der gelbe da vorne. Ah, ja, genau. Also, David, wenn du mal Replays guckst und coole Szene hast, ausschneiden und schicken. Geht, ja, mit Painting oder was? Filmle. Geht mit Painting, ja. Ja, aber das war ja, wo wir doch mal dieses in der Caution auch zu dritt da irgendwie drüber gefahren sind. Wo ich dann auch quer rüber gefahren sind. Da konnte ich auch nicht speichern. Das hätte ich auch gerne mal gesehen gehabt. Das war auch so lustig. Tja. Dann schau es mal an, Joe, und sag deine ich schau gerade. Ich meine, ich bin da. Beim Hochrutschen bin ich auch an Mirko ranknatscht. Ja, ja, richtig. Irgendwie habt ihr mich vorhin in die Zange genommen, habe ich glaube ich jetzt gerade so gesehen. Das war ja... Turn. Das muss noch davor sein, die Runde. Ich sehe gerade da wieder Mirko antatscht, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, deswegen bin ich ja so hochgeflogen. Ich bin ja erst in der Mitte durch. David kommt hoch, toucht dich an und ihr beide nehmt mich voll in die Zange. Das war nur weit vorher. Ach so. Da bin ich ein paar Plätze zurückgefallen. Übrigens, Ricky, ich konnte gar nichts dafür, Alter, dass du da noch warst. Also hast du mich gehabt. Nee, du bist runtergekommen und Joe hoch. Ihr habt mich voll in die Zange genommen. Muss man von oben... Achso, hast du das Replay jetzt? Nee, hab ich nicht. Ah, schade. Aber ich hab's aufgenommen nochmal. Weil das ist mir eben auch erst aufgefallen. Ich war ja direkt am Sliden, weißt du? Ja genau, du bist in der Mauer und Joe wird gerade in dem Augenblick von Dave, der sich safen will, angetitscht. Joe kommt hoch und du kommst runter. Ich bin in der Mitte. Ja, weil ja, ich safen muss. Ah, jetzt bin ich bei dem Crash. Ja, richtig. Dann war ich gerade im Sliden. Ja, konnten wir nichts mehr machen. Ja, ich komm zu weit runter, verwischt David am Eck. Hammerhart, David, ey. Ab. Und wir schleudern, titsch runter, hoch. Und Mirko ist eigentlich safe. Und ja, das war noch bei das Lenkrad, wie gesagt, vor Feedback, da war irgendwas. Ricky ein bisschen runter, ditcht Mirko nochmal an mich. Ja, richtig, ich genau. Ich komm so. Nochmal ins Wackeln, fahren aber weiter. Und dann in Danica noch rein. Und
dann kommt die 8. Mirko fährt, dann kommt die 7 und da knallt Mirko rein. Ja. Hinten genau. Ins Heck. Und dann wird's ja nochmal knapp mit mir und Ricky. Ich rutsche ja gleich nochmal runter und Ricky fährt unten lang. Ey, das wird auch nochmal knapp. Das habe ich vorher auch gar nicht so gesehen. Jetzt kommt erstmal die 78, die kommt erstmal locker wieder vorbei. Na, was heißt locker? Ist auch schon knapp. Ah, ging noch jetzt. Also an der Perspektive sah es noch heftiger aus. Guckt mal in dem Replay bei 14.03, da ist Mirko im Gras draußen. Durch die Safe Wall durchgefahren. Im Standbild. Achso, warte mal, 14.03 Standbild. Wenn jetzt mein Screenshot-Programm anhält, hätte ich einen Screenshot machen können. Ja, ich kann ja, warte mal, ich gucke mal. Ich hab's nicht. Guck mal, ob das Screenshot mit Drucken. Mit was? Also? 14.0. Ja, funktioniert bei mir meistens so, nie. Okay. 14.03 sagst du, ne? Und dann die Sicht aber TV2 vom Ricky. Okay, ich muss auch mal 14.03 stoppen. Ja, ob dann auch die hinter der Mauer bist. Ja, ich guck mal, jetzt bin ich hier bei 52, 53, Ricky, ich so halb 54, durch die Mauer. 6, 57, 58, 59, 1, 2, 3. Ja, Ricky ist auf jeden Fall durch. Ja, ein Stückle weiter noch. Ja. Ein paar Klicks. Ja, ich gucke hier. Wo ich gegen die Mauer gehe, oder was, ne? Ja, ja, da fährst du dann durch die Mauer. Also ich bin hier noch dran in Helikopter. Jetzt gehe ich mal in Rickys Auto. Nee, auf Auto. TV2. Ja, Ricky und Rickys Auto, ne? Und Rickys Auto, ja. Ah, okay, warte mal. Guck ich. Rockstar. Doch, mir gefallen die Farben. Ja, das sieht gut aus, ne? Ja. Siehst du jetzt in deinem Replay auch das Auto ja, ja. von ihm? Weil so. Bei mir hat es wieder nicht ja, stimmt. richtig anzeigt. Deswegen, ich gucke jetzt nicht mehr. Ja, alle optimal. Ja, ich bin in der Mauer da drin so ein bisschen. Ne, bei mir bist du voll durch. Sieht so aus, wie wenn du da, wie damals der eine in Darlington, hier über die Strecke drüber fliegst, weißt du? Ja. Voll auf so eine Werbetafel. Achso, ja, ja, okay, ja. Ich hab nochmal vorhin zurückgespult. Bei 14.2 habe ich schon was. Und dann ist schon vorbei. Was sagst du, Ricky? Ja, wir sollten das einfach vielleicht mal neu laden, das Ding. Ja, mache ich gerade nochmal. Oh, ich hab's eigentlich jetzt schon heute zweimal installiert, aber irgendwie. Okay, dann würde ich sagen, mit diesem geilen Abflug von uns irgendwie allen und Saves und was weiß ich was, verabschieden wir uns für heute, ne?